Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Nachdem ihr den zweiten Boss namens Velastras in den Boden gestampft habt, geht es weiter in Richtung dem dritten namens Brutelord Lashlayer. Die davor kommenden Trash-Mobs sind definitiv nicht ohne. Vor allem die Wirmkinder Todeskrallen sollten, da sie eine gefährliche AOE-Feuerballsalve verschießen, von euren Druiden schlafen gelegt werden. Davon befinden sich immer ein bis zwei in jeder Gruppe. Die anderen werden von den Jägern gepult und ein Krieger übernimmt jeweils ein Add. Der Trash ist definitiv nicht ohne. Genauer möchte ich aber in diesem Video nicht drauf eingehen, das sonst für heute einfach den Rahmen sprengen würde. Ach ja, falls ihr mich kostenlos supporten wollt, lasst doch super gerne direkt einen Daumen nach oben da. Vielen Dank auf jeden Fall. Nachdem ihr also die ersten Trash-Gegner verprügelt habt, kommt ihr an den für mich nervigsten Part der Instanz. Den sogenannten Suppression Room oder im Deutschen wahrscheinlich auch Unterdrückungsraum genannt, wobei das in Deutsch irgendwie sehr merkwürdig klingt. Der dritte Boss namens Brutelord Lashlayer und der Suppression Room sind indirekt ein Encounter, da wenn man am Boss vibet, hier von Beginn an anfangen muss. Starten wir aber wie in jedem von meinen Videos einfach ganz von vorne. Ihr müsst zwei Etagen des Unterdrückungsraumes mit dem kompletten Raid durchqueren, welche gespickt von Fallen sind, die euch in allen Belangen verlangsamen. Diese müssen von fest eingeteilten Schurken unbedingt entschärft werden, da sonst der Raid wortwörtlich nicht vorankommt. Aufgepasst, alle 30 Sekunden reaktivieren sich diese automatisch. Um diese Säulen herum stehen bzw. fliegen kleine Drachenwelpen, welche je nach Farbe gegen eine bestimmte Zauberklasse immun sein können und nach dem Ableben wieder respawnen. Schnell wegbomben und weiter bewegen ist hier so die Devise. Zudem laufen dort die Brutwächter der Todeskrallen rum, welche eine Flamestrike-Fähigkeit haben, welche die Midas ganz schön zusetzen kann. Auf jeden Fall ein Stück entfernt vom Highland-Range, den die Camp wegtanken. Die dritte Gegnergruppe sind die Zuchtmeister der Pechschwingen, Orks, welche heilen, jedoch unterbrochen und geschiebt werden können. Bedenkt nur, die Drachenwelpen respawnen, die Brutwächter sowie die Zuchtmeister bleiben für, meine ich, so 15 bis 20 Minuten im Dreck liegen. Die erste Etage ist relativ einfach, da ihr die nicht respawnenden Mobs, also die Brutwächter sowie die Zuchtmeister, einfach mit einem Jäger zurück in eure sichere Zone pullen und dort töten könnt. Das Ganze macht ihr auf der linken Seite des Raumes. Wenn ihr euch dann nach vorne bewegt, könnt ihr in den kleinen Nischen auf der Seite ganz kurz mal durchatmen und passiv etwas Mana regenerieren. Im zweiten Raum angekommen, haltet ihr euch diesmal auf der rechten Seite und arbeitet euch so bis zum Boss vor, welcher am Ende des Raumes steht. Bevor es zum Pull geht, müssen unbedingt die drei vorderen Säulen von zwei bis drei Schurken deaktiviert werden. Das Ganze war jetzt relativ oberflächlich erklärt. Wenn ihr noch mehr Details und vor allem Tipps zum Movement erfahren wollt, dann empfehle ich euch das Video von Punkrat. Dieser hat sich in knappen 15 Minuten nur mit diesem Raum befasst. Ich verlinke euch dieses natürlich unten in der Videobeschreibung. Angekommen beim Boss wird dieser auf der rechten Seite des Tores mit eurem Rücken gegen die Wand getankt. Alternativ geht's auch eine Etage weiter hinten im Stroh, wobei dann ein Schurke am besten die Falle in regelmäßigen Abständen entschärfen muss. Ich empfehle euch aber auf jeden Fall ersteres. Hierbei definitiv auf Max Leben, Verteidigung und Rüstung gehen, der Lashlayer einen Mortal Strike macht, der über 6000 Schaden zufügen kann und die Heilung um 50% reduziert wird. Ihr könnt danach auf jeden Fall einen dicken Cooldown ziehen. Er macht zudem ca. alle 30 Sekunden eine Fähigkeit namens Wegschlagen auf das aktuelle Target, welches für dieses Aggro-Reduzierung bedeutet. Die Krieger werden alles Mögliche tun, um maximale Aggro aufzubauen. Unterhalb des Main-Tanks in der Aggro-Liste sollten sich definitiv die weiteren Tanks befinden, um diesen bei Bedarf schnell abzunehmen. Beachtet allerdings, auch dieser Boss ist nicht spottbar. Außerdem cleaved er auf drei Ziele und seine Druckwellenfähigkeit schleudert alle weg. Deswegen schön mit dem Rücken zur Wand tanken. Die Ranged Idees stehen auf der anderen Seite neben dem Tor, ebenfalls an die Wand gedrückt und hauen raus, was geht. Die erste goldene Regel auch hier, keine Aggro ziehen. Aggrometer im Auge behalten und bedrohungsreduzierende Fähigkeiten verwenden. Ihr müsst bei dem Kampf im besten Fall euch keinen einzigen Schritt bewegen. Lasst zudem eure Tanks auf jeden Fall antanken. Auch die Heiler stehen im selben Camp wie die Ranged Idees. Weist auf jeden Fall feste Tankheiler ein, die nichts anderes machen, als diese zu heilen, da diese in diesem Bosskampf wirklich einiges abbekommen und dank Mortal Strike teilweise deutlich schwerer zu heilen werden. Priester können in diesem Fall betroffene Tanks schilden, um etwas Schaden abzufangen. Auch ihr müsst euch im besten Fall keinen Meter bewegen. Die Nahkämpfer haben es hier etwas schwerer. Diese sollten vor jeder Druckwelle out of sight bzw. range laufen, damit ihr diese nicht abbekommt. Ihr steht allgemein bei dieser Taktik mit dem Rücken zur Wand, sodass euch die Druckwelle im Fall der Fälle nicht durch den Raum schleudert. Bestimmt auf jeden Fall eine Person, die am besten die besagte Feuerdruckwelle ansagt. Auch bei euch, goldene Regel, keine Aggro ziehen und bedrohungsreduzierende Fähigkeiten, wie zum Beispiel Verschwinden als Schurke, verwenden. Habt ihr den Suppression Room gemeistert, ist schon mal ein riesiger Teil geschafft. Lasst eure Tanks etwas antanken und vor allem mit dem Rücken zur Wand positionieren. Teilt zudem dedizierte Heiler für diese ein. Die Schadenspitzen sind dank Mortal Strike wirklich hart zu heilen und ja, zieht als DPS keine Aggro. Als Nahkämpfer bewegt ihr euch bei Ansage vom Boss aus der Sicht hinter die Säule, sodass ihr keine Feuernova abbekommt. Schaut zudem immer auf eure Aggro und benutzt Fähigkeiten, welche diese verringern.
steht zudem immer mit dem Rücken zur Wand. Solltet ihr doch mal so eine Nova abbekommen und weggeschleudert werden, geht es zumindest nicht Richtung Ads. Allgemein ist der Kampf aber eigentlich kein schwieriger. Alternative Taktiken gibt es natürlich hier auch mal wieder ein paar. Ihr könnt das Ganze natürlich einfach spiegelverkehrt machen, ist demnach am Anfang nach dem Pull etwas einfacher, da ihr euch ein Stückchen an Laufweg spart. Ihr könnt den Boss aber auch im Stroh bisschen weiter hinten tanken und eure Midis können sich dadurch etwas entspannter bewegen. In ein paar Monaten kann ich mir zudem sehr gut vorstellen, dass der erlittene Schaden der Nahkämpfer einfach durch Heilung kompensiert wird und sich niemand mehr bewegt, aber warten wir es mal ab. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch super gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir eure Meinung zum Boss in die Kommentare. Ein Abo wäre natürlich auch ein Traum. In diesem Sinne, viel Spaß bei Brutelord Lashlayer und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.